Moinsen, hier ist wieder euer Zelda Foxy. In diesem Video wollte ich mal eine Bilanz des Jahres 2011 anstreben und auch zu ACTA was sagen. Zuerst einmal zu der Bilanz. Ich frage ja mal ab und an so rum, wie die Qualität der Videos ist. Also qualitätsmäßig gibt es zwar keine Probleme, aber es kam oft das Feedback, dass naja, nicht wirklich die Lust da ist, dass man da ja den Frust spürt und so weiter. Das kann ich nur bestätigen. Das tut mir auch leid, dass das so in dem letzten Jahr so geworden ist. Das zweite Jahr der Let's Plays war nicht wirklich gut. Ich bemühe mich im nächsten Jahr, das zu verbessern. Habe ich jedenfalls vor. Danke auch an Door Ink Paper, einem guten Freund aus Berlin, mit dem ich mich manchmal unterhalte. Er ist halt viel im Stress und so. Naja, das übliche halt. Jedenfalls das letzte Jahr war eben halt durchzogen wegen der Internatszeit, dass da halt viel zu tun war. Und so ganz viel, zwar nicht viel Stress, aber Praktikum und den ganzen Kram. Naja. Jedenfalls in diesem Jahr will ich jetzt noch Star Fox Adventures beenden. Das ist jetzt momentan mein Vorrang. Dann geht's weiter mit Majora's Mask und so. Star Trek Online und Minecraft werden als Langzeit-LPs aufgelistet. Die sind also nebensächlich, also Nebenprojekte. Das Hauptprojekt ist dann nur noch Majora's Mask. Da muss ich auch sagen, dass der Anfang natürlich nicht gut lief. Schlechte Laune und alles. Das kann natürlich nicht sein als Let's Player, ist schon richtig. Deswegen werde ich mich in nächster Zeit da besser bemühen und auch das mit diesem Nuscheln und alles. So, und zu ACTA. Ja, ACTA wird jetzt in dieser Zeit recht populär und auch viele Leute werden aktiv. Auch schon einige EU-Länder wie Tschechien, Lettland und so haben ACTA bereits abgelehnt oder zumindest die Ratifizierung verweigert oder auch erstmal überdenkt, was weiß ich. Jedenfalls, ja, man merkt schon, ich habe mich nicht wirklich informiert und das ist wirklich eine Schande. Oh nee. Ich weiß noch nicht, wie ich mich wirklich da aktiv gegen ACTA stelle. Ich weiß nicht. Ich werde mich auf jeden Fall mit anderen Skype-Freunden in Verbindung setzen oder mit denen was zusammen machen. Aber ACTA darf auf jeden Fall nicht an die Macht kommen. Bei dem, was sich ACTA alles erlaubt, dann können wir die Let's Plays vergessen. Dann müsst ihr euch eine andere Unterhaltung suchen. Naja, da gibt's auch kein YouTube. Scheiße, ne? Dann ist es wieder rausgehen und mit den Nachbarn Fußball spielen. Super. Naja. Ja, ich mache das immer spontan, ich überlege nicht viel. Tja, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich glaube, das war's auch schon. Die kurze Bilanz und die Meinung zu ACTA. Ja. Okay. Naja, und noch ein paar nächste Projekte. Oh, vielleicht werde ich wieder so eine Trailer-Sammlung machen, indem ich wieder so ein paar Gameplay-Aufnahmen mache. Was dann so alles im Jahr 2012 alles kommt. Naja. Gut. Das war's auch schon. Ich frühstücke jetzt erstmal. Wir haben es gerade erstmal 8:21 Uhr. Und bis zum nächsten Mal bei Zelda Foxy.